Ja, starten wir direkt rein. Wir haben wenig Zeit und viel zu besprechen. Ein Moment, hier geht es jetzt weiter. So, vielleicht darf ich ganz kurz etwas zum Institut sagen. Das DST steht für Development Center for Ship Technology and Transport Systems, also in Deutsch Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme. Man kann sich mit DST aber auch Duisburg Schiffstechnik merken, das ist auch praktisch. Und wir wurden gegründet 1951 als Versuchsanstalt für Binnenschiffbau Duisburg, VBD. Ganz klassisch sozusagen als Versuchsanstalt wirklich für die reine Schiffsentwicklung und eben in Duisburg mit dem Schwerpunkt auf der Binnenschifffahrt. Wir machen auch Küstenschifffahrt, der Schwerpunkt liegt allerdings tatsächlich in der Binnenschifffahrt. Und das sind eigentlich eben unsere Kernaufgaben noch oder da, wo wir herkommen. Das ist die Konzeptionierung, Entwurf und Konstruktion von Binnen- und Küstenschiffen. Und hier eben ganz besonderen Schwerpunkt eben auf die Flachwasserhydrodynamik. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allem, was irgendwo im oder auf dem Wasser ist und wo die Wassertiefe eine Rolle spielt. Und da gibt es einen großen Unterschied zur Seeschifffahrt. Das Verhalten des Schiffes im flachen Wasser ist komplett anders als eben auf dem offenen Ozean. Wir machen das mit numerischen experimentellen Untersuchungsverfahren. Das ist sozusagen die klassische Hauptaufgabe noch und auch gewesen, wo wir herkommen. Und das hat sich aber inzwischen erweitert, unser Betätigungsfeld. Ein großer Schwerpunkt ist die Logistik in der Binnenschifffahrt und die ist immer intermodal oder meistens intermodal. Das Binnenschiff fährt nicht alleine mit seiner Fracht, sondern eben agiert mit anderen oder interagiert mit anderen Verkehrsträgern, also Schiene, Straße vor allen Dingen. Ein ganz wichtiges Thema heute sind die emissionsfreien Antriebe, also auch die Binnenschifffahrt das Ziel der Dekarbonisierung. Der klassische Antrieb in der Binnenschifffahrt ist der Dieselmotor. Und da müssen wir eben in Zukunft sehen, dass wir eben CO2-frei arbeiten. Nun, ein neues Thema, was jetzt seit einigen Jahren im Grunde mit dem Projekt Autobin angefangen hat, was Frau Walwin-Phillips eben schon erwähnt hat, ist das autonome Fahren. Das autonome Fahren, sage ich gleich, ist eben der politische Begriff oder der in der breiten Öffentlichkeit verwendet wird. Fachlich spricht man eher vom automatisierten Fahren. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Ein Schwerpunkt oder ein Tätigkeitsbereich ist bei uns auch die Training und das Weiterbildung im Bereich Navigation. Wir hatten bis vor einigen Jahren einen eigenen Schiffsführungssimulator. Jetzt ist der neue Schiffsführungssimulator gehört der Stadt Duisburg. Und wir betreuen ihn technisch und wissenschaftlich und nutzen ihn aber auch selber für unsere Forschung. Und ein letzter Punkt vielleicht, den man hier erstmal erwähnen kann, die Liste ist noch etwas länger, aber das sind Strömungs- und Wellenenergiesysteme, die natürlich auch gerade im Bereich der alternativen Energie und Energieversorgung eine große Rolle spielen. Wir denken an die Windparks natürlich im Meer, in der Nordsee, in der Ostsee vielleicht auch. Und es gibt auch Wellenenergiesysteme. Da gibt es einiges zu entwickeln. Ich will Ihnen ganz kurz mal eine ganz kurze Bilderschau geben, nur ein paar Minuten, was wir also machen. Das sind jetzt zum Beispiel Strömungsberechnungen, die wir machen an einem typischen Hinterschiff, eben einen Fall, der im Bereich der industriellen Auftragsforschung entwickelt wurde, untersucht wurde. Da können die Berechnungen sehr komplex werden. Hier haben wir zum Beispiel einen drehenden Propeller, wo also eine Berechnung alleine bis zu mehreren Wochen dauern kann. Hier sieht man das komplexe Strömungsfeld im Hinterschiff eines Binnenschiffes und also im Bereich da, wo Propeller und Ruder sind. Und da sehen wir also, oder der Fachmann würde sofort sehen, dass wir also einen sehr großen Unterschied haben zwischen der Strömung, die sich am Seeschiff einstellt und eben der Strömung am Hinterschiff. Deswegen haben wir auch unseren Fokus hier eben in Duisburg auf der Binnenschifffahrt und sind dort das einzige Forschungsinstitut in Deutschland, was sich damit konkret beschäftigt. Ein paar Bilder mal aus unserem Versuchswesen. Das eben waren Berechnungen. Das sind jetzt sozusagen Modellversuche. Das heißt, nachdem wir Berechnungen durchgeführt haben, kontrollieren wir die Berechnung oder stellen sozusagen wirklich die quantitativen Ergebnisse mit Hilfe von Modellversuchen fest. Hier haben wir ein Schiff, das sich eigentlich zu schnell bewegt. Das erzeugt also extrem große Wellen, weil es im flachen Wasser zu schnell fährt. Aus wissenschaftlicher Sicht aber durchaus ein interessanter Test. Hier haben wir ein Schiff, was sozusagen in echten Wellen fährt. Das heißt, wir erzeugen in unserem Versuchskanal Wellen und hier muss der Schubverband durchführen. Das war ein Projekt, wo wir untersucht haben, ob Schubverbände auch eine kurze Strecke über die Nordsee fahren oder zumindest im Wattenmeer fahren können. Unsere Versuchsanlagen bieten unter anderem auch die Möglichkeit, zwei Schiffe gleichzeitig zu untersuchen. Man sieht also hier zwei Schiffe, das eine überholt das andere Schiff. Da entstehen besondere Wechselwirkungen zwischen den Schiffen, die auch zu Unfällen führen und wie gesagt, solche
Interaktion zwischen zwei Schiffen untersuchen wir auch. Das hier ist ein Bild, wo wir eine sehr aufwendige Versuchstechnik angewendet haben. Das ist ein Lasermessverfahren, wo sozusagen die einzelnen Partikel, die man jetzt hier in grün sieht, sozusagen innerhalb von zwei kurzen Zeitabständen fotografiert werden. Aus den Bildern kann man dann die Bewegung der Partikel und damit das Strömungsfeld sozusagen aufmessen, das einmal mit den Berechnungen vergleichen und aber tatsächlich auch Aussagen treffen, wie gut das Schiff wirklich funktioniert. Und zuletzt haben wir hier eine Offshore-Struktur, das ist also ein Halbtaucher, der eben auch in Wellen untersucht wurde. Das ist kann zum Beispiel eine Struktur sein für eine schwimmende Windkraftanlage, wie sie jetzt zum Beispiel von Norwegen installiert wurde in der Nordsee. Ja, ich will mal ganz kurz erst einmal aufgehen auf die Binnenschifffahrt selbst. Binnenschiff sozusagen ist, oder die wenigsten Leute kommen wirklich tatsächlich mit dem Binnenschiff in Berührung. 2018 war die Binnenschifffahrt tatsächlich dann mal auch in den Nachrichten, weil die Binnenschifffahrt eben eine große Bedeutung hat für den Transport von Massengütern, vor allem von flüssigen Massengütern. Und 2018, in dem extremen Niedrigwasserjahr, konnten eben die Binnenschiffstransporte die Versorgung mit Mineralölen oder letztendlich mit Benzin nicht mehr sicherstellen. Und da ist den Bundesbürgern bewusst geworden, dass wir überhaupt Binnenschifffahrt haben, dass wir die brauchen. Ansonsten versieht die im Stillen ihren Dienst. Aber das Binnenschiff ist der energieeffizienteste Verkehrsträger, den wir haben. Ich habe nur zum Vergleich zwei Zahlen hier angebracht. Der LKW hat also einen CO2-Emission von 56,6 Gramm pro Tonnenkilometer. Und das Binnenschiff, das übliche Binnenschiff, was eben auf dem Rhein fährt, ist hier bei 6,4 Gramm. Also ein wesentlich energieeffizienterer Transport. Und alleine schon, selbst wenn man Verbrenner benutzen würde, wäre auch das Binnenschiff hier deutlich besser als der LKW. Wie gesagt, seine Bedeutung hat das Binnenschiff eben beim Transport von Massengütern. Das sind also die, vor allen Dingen jetzt in der Vergangenheit gewesen, Kohle, das sind Erze, Stahl, entlang der, für die Schwerindustrie, aber auch flüssige Massengüter für die chemische Industrie, sei es jetzt eben für Bayer Leverkusen oder in Dormagen die Chemie oder auch in Ludwigshafen, die BASF zum Beispiel. Das sind Mengen, die die Binnenschiffe transportieren. Ein Schiff kann 2.000 bis 3.000 Tonnen transportieren, ein einzelnes Schiff, die man also so in dieser Menge gar nicht über andere Verkehrsträger transportieren könnte, über LKWs oder auch über die Schiene. Das heißt also, hier hat das Binnenschiff sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Inzwischen werden auch viele Container über dem Binnenschiff transportiert. Und das ist das, was wir als Güterstruktureffekt bezeichnen. Wir stellen zunehmend eine Verschiebung der Ladungsinhalte und Ladungsmengen fest. Manche Massengüter werden verschwinden, also ganz klar die Kohle, die wird demnächst nicht mehr transportiert werden, auch wenn es jetzt durch die Energiekrise im Bezug des Ukraine-Krieges nochmal eine Renaissance der Kohle gab, eine sehr kurzzeitige. Wird also die Kohle verschwinden und vielleicht auch manche andere Massengüter, also auch Mineralöle, werden sicherlich nicht mehr in den Mengen transportiert werden, wie sie es noch im Augenblick werden, weil natürlich auch sag ich mal, die Hausheizung nicht mehr auf Basis von Heizöl passieren soll und auch der Personenverkehr oder auch der Güterverkehr generell auf der Straße nicht mehr durch Kohlenwasserstoffe versorgt werden soll. Insofern wird es also hier eine Verschiebung geben, die erleben wir schon länger, hin zu kleineren Transporteinheiten, eben zum Beispiel zum Container, vielleicht zukünftig auch noch zu kleineren Transporteinheiten, die dann auch mit dem Schiff transportiert werden. Und gerade wenn wir uns einen Container anschauen, dann haben wir eben heute intermodale Transporte. Das heißt, wir haben nicht mehr einen Transportmodus, eben rein das Binnenschiff, sondern wir haben eben mal eher eine Verbindung zu einem anderen Verkehrsträger, sei es zu dem LKW, sei es zu der Schiene, die Waren dann eben im Hafen übergeben. Von der Schiene zum Schiff oder auch umgekehrt vom Schiff zur Schiene, im Import-Export entsprechend die andere Richtung. Und diese Entwicklung muss das Binnenschiff in seiner Entwicklung oder die gesamte Binnenschifffahrt eben mitmachen. Und wir haben aktuell drei Herausforderungen, drei große. Das eine sind die Klimafolgen. Das ist für die Binnenschifffahrt vor allem, sind ausgedehnte Niedrigwasserperioden. Wir hatten es 2018, wo das für jeden sichtbar war, wie wenig Wasser im Rhein nur noch war. Das hatten wir 2019 wieder. Das hatten wir wieder 2022. 21 mit dem Hochwasser eben eher die andere Richtung.
Aber alle Prognosen gehen davon aus, dass wir mit diesen langen Niedrigwasserperioden rechnen müssen. Das heißt, wir müssen die Binnenschiffe so anfähigen, befähigen, so umgestalten oder entsprechend zumindest bei den Neubauten, die so entwerfen, dass sie auch bei wenig Wasser noch ausreichend Ladung transportieren können. Das nächste ist die Dekarbonisierung. Es ist eine politische Vorgabe, dass bis 2050 die CO2-Emissionen der Binnenschifffahrt um 90% reduziert werden müssen. Das ist auch eine große Herausforderung, wenn man also denkt, dass 2050 ist, bis 2050 nur noch 27 Jahre sind, dann müssten letztendlich innerhalb dieser 27 Jahre die Flotte ausgetauscht werden oder zumindest, sage ich mal, die Antriebe ausgetauscht werden. Das bedeutet aber bei den meisten Schiffen einen Komplettaustausch des Schiffes oder zumindest des Hinterschiffes, was ein enormer Investitionsaufwand ist. Man muss bedenken, beim Binnenschiff, ein Binnenschiff hält normalerweise 50 bis 70 Jahre, ganz anders als ein LKW oder ein PKW. Das heißt, wir haben nicht diese Erneuerungszyklen, wie wir die bei anderen Verkehrsträgern haben, was sozusagen ein ganzes Investitionsvorhaben der Branche bedeutet und herausfordert. Das ist also eine große Herausforderung, hier die Schiffe zu erneuern. Und was wir genauso in der Binnenschifffahrt haben wie in fast allen Branchen, ist der Fachkräftemangel. Das heißt, gerade in den Perioden, wo wir also bei Niedrigwasser viele Schiffseinheiten fahren lassen müssen, weil jedes Schiff eben nicht so viel laden kann wie bei tiefem Wasser, fehlen die qualifizierten Schiffsführer. Vor allem die fehlen. Das heißt, wir können sozusagen gar nicht so viele Schiffe in Fahrt bringen, wie wir eigentlich müssten. Und für diese Herausforderung arbeiten wir natürlich im DST an Lösungen. Ich will jetzt vor allen Dingen auf den letzten Punkt eingehen, den Fachkräftemangel, denn da versprechen wir uns mit einer Automatisierung eine Entlastung, eine gewisse Problemlösung, weil mit der Automatisierung eben Fachkräfte durch Maschinen letztendlich ersetzt werden können. Vielleicht ganz kurz vorher nochmal einen ganzen kurzen Überblick, was überhaupt Binnenschifffahrt oder wie wir die Wasserstraßen haben, auf denen wir uns bewegen. Wir haben ja sicher eine Wasserstraßenkarte von Europa. Und man sieht also ganz deutlich eine Konzentration der Wasserstraßen in den Niederlanden, in Belgien und in Deutschland, vor allem hier mit der Rheinschiene und dann aber auch mit dem Kanalnetz, was bis nach Berlin geht. Gewisserweise oder die Elbe wird auch noch verwendet. Und dann haben wir im Grunde als großen Korridor vor allem die Donau noch, wo wir jetzt ja auch Getreidetransporte aus der Ukraine über die Donau eben ins westeuropäische Gebiet durchführen. Daneben sind wenige große oder wenige bedeutende Schifffahrtsstraßen vorhanden. Das heißt, wir sitzen hier in Duisburg schon eben, ja, kann man sagen, hier im Zentrum der Binnenschifffahrt. Ja, die Frage stellt sich immer, wenn wir den klassischen Transport haben, warum sollte der Kunde überhaupt, also der Kunde, der Waren zu versenden hat, warum sollte der überhaupt auf das Binnenschiff gehen? Der klassische Kunde sitzt irgendwo, gerade als exportorientiertes Land oder nehmen wir auch den Importkunden, der sitzt irgendwo im Binnenland und muss letztendlich eine Verbindung zum Seehafen haben, wo dann seine Im- und Exporte sozusagen auf Seeschiff übergehen. Da gibt es zum Seeschiff eigentlich keine große Alternative. Die Experimente, die man jetzt mit der Seidenstraße gemacht hat, das heißt, über den Landtransport nach China zu transportieren, die sind bis jetzt wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich und werden wahrscheinlich auch nie an das Potenzial heranreichen, was wir mit der Seeschifffahrt eben im Überseehandel erreichen. Aber letztendlich ist das Ziel, dass der Kunde nur noch den kurzen Weg geht bis zum Binnenhafen und dann über die Wasserstraße, hier blau gezeichnet, eben die Waren direkt zum Seehafen transportiert werden. Einfach eben, weil das Binnenschiff der effizienteste Verkehrsträger ist und weil eben auch die anderen Verkehrsträgermonde jetzt schon überlastet ist. Jeder, der auf der Autobahn unterwegs ist, sieht, wie überlastet unsere Autobahnen sind. Und auf der Schiene sieht es eben nicht besser aus. Aber man muss letztendlich dem Kunden, muss man Gründe geben, warum man auf die Binnenwasserstraße geht. Der Transport muss schneller, günstiger, zuverlässiger oder komfortabler sein. Also es muss irgendeinen Grund geben, warum er sozusagen dahin geht. Und ganz besonders hier muss der Frachtumschlag entsprechend schnell, günstig und auch einfach sein. Einfach in dem Sinne, dass der Kunde oder letztendlich keiner im Grunde sich groß Gedanken machen muss, dass man eben Fracht umschlägt. Das heißt, das muss im Grunde wie von selbst gehen. Wenn das mit einem großen Aufwand verbunden ist, schreckt das jeden ab.
und man wird die Waren oder die Verkehrsverlagerung auf die Wasserstraßen nicht erreichen. Schauen wir uns erstmal jetzt die Strecke an. Das heißt, wenn wir das schauen wir uns die Automatisierung an. Welche Möglichkeiten haben wir? Und das erste ist das Fahren. Das heißt, wenn ich sozusagen das Schiff beladen habe, das Schiff hat im Hafen abgelegt und jetzt muss es die Strecke fahren, dann brauche ich dafür eben einen qualifizierten Schiffsführer, der eine langjährige Ausbildung hat. Und die, wie gesagt, fehlen uns. Also war unser erster Ansatz gut. Dann wollen wir dieses Fahren eben automatisieren, dass dieses Fahren sozusagen ohne qualifizierten Schiffsführer stattfinden kann. Bei der Automatisierung müssen wir dann aber weiterdenken. Jetzt stellen wir uns vor, das Schiff wäre nicht mehr bemannt. Es würde also unbemannt fahren. Dann müssten auch die ganzen anderen Aufgaben, die im Bordbetrieb zu erledigen sind, Wartung, Reparaturen, Inspektionen, was auch immer, das müsste eben auch alles automatisiert werden. Das Gleiche gilt für das Bunkern oder also das Aufnehmen von Treibstoff oder zukünftig auch das Aufladen, wenn wir jetzt elektrisch fahren und mit Batterie elektrisch fahren zum Beispiel. Dann, wenn wir sozusagen noch nicht sozusagen frei im Wasser sind, dann müssen wir überhaupt festmachen, das Schiff, beziehungsweise losmachen, dass wir sozusagen uns überhaupt von Land lösen und dann fahren können. Und wenn wir jetzt weiter hingehen vor dem Fahren oder auch nach dem Fahren müssen wir die Ladung umschlagen, das Laden und Löschen. Auch das kann automatisiert werden. Und noch dann wieder weiter gedacht, wenn wir die Ware an Land haben, wie kommt dann da die Ware weiter? Jetzt steht sie an Land und muss ja entweder, ja, sie muss im Grunde zum nächsten Verkehrsträger, denn in den seltensten Fällen erreicht man direkt seinen Kunden am Wasser, haben wir auch. Die großen Industrieunternehmen haben direkt eigene Häfen, aber die meisten Kunden sind eben nicht direkt im Hafen. Das heißt, wir müssen jetzt auf einen anderen Verkehrsträger, sei es jetzt die Straße oder die Schiene, und das muss eben auch koordiniert werden. Das heißt, hier muss die Interaktion mit den anderen Verkehrsträgern möglichst reibungslos funktionieren. Und wenn wir uns erstmal das automatisierte Fahren anschauen, dann haben wir drei Grundfunktionen an sich. Man kann sagen, es ist ganz einfach, es sind nur drei Dinge, die man erledigen muss. Das erste ist, wir müssen das Schiff dazu bringen, dass es da fährt, wo es fahren soll. Das heißt also, die Bahnsteuerung, das Schiff bekommt eine Bahn vorgegeben, die es sozusagen abfahren soll. Auf der Wasserstraße wäre das, auf der Straße mit dem PKW wäre das einfach die Fahrspur oder letztendlich die Route, die das Navi vorgibt. Und das müssen wir auch in dem Schiff erreichen, dass das Schiff diese Bahn einfach konsequent abfährt. Und an diesem Punkt können wir schon einen Haken machen. Das ist sozusagen, das ist kommerziell verfügbar. Es gibt diese Assistenzsysteme, denen man eine Bahn einprogrammieren kann. Und dann fährt das Assistenzsystem stur diese Bahn ab. Das zweite ist dann die Umgebungserkennung. Das kann dieses Assistenzsystem noch nicht. Das heißt, ich muss auch erkennen, da wo ich fahren will, kann ich da überhaupt fahren? Das heißt, ich muss erkennen, sind da andere Verkehrsteilnehmer, die mich vielleicht behindern? Besteht eine Kollisionsgefahr? Gibt es vielleicht Untiefen? Gibt es Hindernisse in der Wasserstraße, die ich umfahren muss? Sei es jetzt tatsächlich wasserbauliche Baustellen, sei es irgendwelche Havarien, die ich eben umfahren muss. Das heißt, ich muss erkennen, wo bin ich, was machen die anderen Verkehrsteilnehmer? Und aus dieser Erkenntnis muss ich dann eine Fahrstrategie ableiten. Das ist sozusagen die Intelligenz eigentlich dieser Steuerung. Das heißt, ich muss sehen, wie komme ich an mein Ziel? Kann ich da, wo ich ursprünglich geplant habe, fahren? Oder muss ich jetzt sozusagen eine neue Route planen, eine neue Bahn planen, sodass ich eben entsprechend anderen Schiffen ausweiche? Oder muss ich vielleicht auch nur langsamer fahren oder schneller fahren? Das muss ich sozusagen ständig aktualisieren. Also ständig muss ich meine Fahrt neu planen. Diese drei Dinge müssen wir erledigen und dann können wir schon automatisiert fahren. Wie gesagt, der erste Punkt ist schon erledigt. Und diese anderen zwei Dinge, die müssen noch erledigt werden. Wie machen wir das? Wir brauchen dazu an Bord ein bisschen Technik. Das ist die Sensorik. Auch die kennen Sie vielleicht schon aus den etwas besseren oder moderneren Autos. Sie haben Radar an Bord, Sie haben LIDAR an Bord. Wir nutzen Kameras. Das sind sozusagen bildgebende Verfahren, mit denen wir unsere Umgebung erkennen können und eben Objekte in der Umgebung erkennen können. Dann haben wir Satellitennavigation, also GPS oder entsprechend andere Systeme. Man fasst sie unter dem Begriff GNSS zusammen. Das heißt, ich muss wissen, wo bin ich? Und wenn ich meine Umgebung erkennen kann, das können noch andere Sensoren dazukommen. Das können also noch Ultraschallsensoren sein für den Nahbereich. Wenn ich jetzt in der Schleuse bin oder im Hafen wirklich bis zur Kaimauer navigieren will, dann brauche ich den Abstand wirklich zentimetergenau.
Wir haben also eine gewisse Sensorik und diese Sensorik letztendlich ist der Input für die Steuerungsalgorithmen, die also erkennen müssen anhand der Sensorik, wo ist das, wo bin ich mit meinem Schiff und was macht sozusagen die anderen herum. Und hier ist das Entscheidende, die Prädiktion. Das heißt, ich muss wissen, nicht nur was ist jetzt gerade, sondern wie wird es in naher Zukunft aussehen. Das heißt, wo fahren die anderen Verkehrsteilnehmer hin? Besteht eine Kollisionsgefahr? Wie fahre ich mich selber? Das heißt, wenn ein gewisser Ruderwinkel anliegt und eine gewisse Propellerdrehrate, dann möchte ich auch wissen, wie fahre ich damit? Wo fahre ich als nächstes hin? Das muss alles verarbeitet werden, diesen Steuerungsalgorithmen, und dann entsprechend die Fahrtplanung aktualisiert werden. Und wenn jetzt das Schiff jetzt weiß, wo es hinfahren will, dann muss es eben noch Signale an die Aktorik geben, also letztendlich die Elemente, die das Schiff dann wirklich vorantreiben oder bewegen. Und das sind eben die Propulsions- und Steuerorgane, eben Propeller und Ruder, vielleicht auch noch Querstrahler, Bugstrahler. Damit sozusagen kann ich dann das Schiff tatsächlich steuern. Der letzte Schritt, die Schnittstellen zu den Propulsions- und Steuerorganen, sind im Grunde auch erledigt. Die Sensorik ist vorhanden und unsere Kernaufgaben sind jetzt nur, sage ich mal, mit einem ganz großen Nur, sind die Entwicklung der Steuerungsalgorithmen. Das ist der Kernpunkt tatsächlich der Forschung. Es reicht uns heute aber die Zeit nicht. Ich sehe schon, wir sind schon um 12:30. Es reicht die Zeit bei weitem nicht, darüber im Detail zu sprechen. Aber das ist tatsächlich Teil der aktuellen Steuerung. Da gibt es viele, viele Ansätze. Wir sind dabei, in unseren Forschungsvorhaben im Grunde alle möglichen Ansätze zu erproben und weiterzuentwickeln. Und dann nachher zum Schluss zu kommen. Das Ziel des automatisierten Fahrens ist es, einmal die Kollisionen zu vermeiden und vor allen Dingen besser zu sein als der manuelle Fahrer. Dann wird es erst akzeptiert, dass man die automatisierten Systeme wirklich in den Betrieb lässt. Ein weiteres Ziel kann sein, die Energie möglichst zu sparen. Das heißt, möglichst mit der optimalen Geschwindigkeit zu fahren, sodass ich den minimalen Energieverbrauch habe für meine gegebene Fahrt, das heißt für meine aktuelle Abladung und für die aktuellen Strömungsverhältnisse und so weiter. Wenn wir das haben, dann können wir damit eben sozusagen rund um die Uhr fahren. Im Augenblick ist die Fahrzeit des Schiffs an die Möglichkeit der Besatzung gegeben, also an die Arbeitszeiten der Besatzung gegeben. Das heißt, bei einer Besatzung kann ich maximal 14 Stunden fahren. Mit der Automatik könnte man eben rund um die Uhr fahren. Und das Endziel könnte sein, dass die Schiffe vernetzt fahren. Und jetzt sind wir wieder beim autonomen Fahren. Das heißt, man könnte sich vorstellen, in ferner Zukunft, dass die Schiffe sich untereinander die Transportaufgaben aufteilen, sozusagen wissen, wo, wann, welche Fracht liegt und die dann entsprechend so verteilen, dass jedes Schiff optimal eingesetzt wird, jedes Schiff seinen kürzesten Weg mit der optimalen Ladung fährt und sich sozusagen in einer Schwarmintelligenz die Frachten sozusagen aufteilen. Und das führt letztendlich gedanklich zu dem Physical Internet, heißt dieser Begriff, dass man also in der Logistik das Paket, entsprechend dem Datenpaket, man jetzt das physikalische Paket, sei es jetzt ein Container oder ein DHL-Paket oder was auch immer, gibt man sozusagen in die Logistik rein, in die große, ich sage mal, Wolke, in die große Cloud. Und am Ende kommt es da raus, wo es rauskommen soll. Und wie es dahin gekommen ist, interessiert im Grunde nachher nicht mehr. Hauptsache, es war zuverlässig und möglichst schnell ohne Verzögerung. Das sind so Endziele, die dann in den Bereich der Logistik eben auch übergehen. Ich will nur ganz kurz noch sagen zum Fahren einen Ausblick, weil wir dann gleich den Sprung zur Logistik machen. Wir entwickeln das Ganze unter anderem in unserem Versuchs- und Leitungszentrum Autonome Binnenschiffe. Das werden wir am 4. September bei der Öffnung von Haflor auch nochmal öffentlich zeigen. Das heißt, wer da Interesse hat und kommen will, hat eben auch Gelegenheit zu sehen, wie wir das erforschen. Und inzwischen haben wir zwei Forschungsschiffe, das hat Herr Barton eben schon erwähnt. Die Ella ist getauft worden, hier noch in vollem Schmuck von der Taufe. Das nutzen wir sozusagen, um diese Algorithmen zu entwickeln. Und was gerade jetzt sich im Bau befindet, hier noch ein Modell, ein Bild aus dem Modellversuchen, das ist das Smart Green Ship, auch ein autonom fahrendes Schiff hier als Katamaran, was auch dazu dienen soll, Energie- oder emissionsfreie Antriebe zu erproben. So, und jetzt kommen wir zum Hafen. Ich weiß, ich bin etwas über der Zeit, aber ich versuche mich zu beeilen. Der Hafenumschlag. Also wenn wir jetzt autonom fahren, dann müssen wir irgendwann mit diesem Schiff im Hafen ankommen und dann soll es möglichst automatisiert weitergehen. Das heißt also, wir wollen gerne den Warenumschlag, sei es jetzt trockenes, flüssiges Massengut
oder Container oder eben kleinere Ladungseinheiten möglichst automatisiert umschlagen. Und warum machen wir das? Wir machen das einmal zur Kostenreduktion. Man muss sehen, hier im Augenblick kostet der Containerumschlag das Äquivalent von 30 Kilometern Lkw-Transport. Das heißt, jemand, der im Ruhrgebiet einen Container sozusagen aufgibt, der überlegt sich, soll ich das überhaupt jetzt ins Windschiff packen oder soll ich ihn direkt mit dem Lkw in den nächsten Hafen fahren und kann mir einen Umschlag sparen? Also das sind Kosten, wie gesagt, die reduziert werden müssen. Der Hafen oder dieser Frachtübergang soll vereinfacht werden, er soll möglichst transparent werden, sodass man sich eben keine Gedanken machen muss, welchen Aufwand es betrachtet oder welcher Aufwand damit verbunden ist, Fracht umzuschlagen soll. Das soll im Grunde automatisiert gehen, dass ich sage, egal, ich gebe die Sachen im Hafen ab, wieder im Dinge Physical Internet, ich gebe das einfach ab und die Automatik kümmert sich schon darum, dass ich hier nicht groß planen muss, dass die Automatik das eben kann. Und natürlich, wenn ein Automat beschäftigt ist und kein Mensch mehr, dann ist es sozusagen rund um die Uhr verfügbar. Das heißt, der Hafen macht nicht um 16 Uhr Feierabend, sondern das kann auch nachts passieren. Entsprechend kann man die Kapazitäten besser ausnutzen und besser sozusagen, ja, letztendlich effizienter arbeiten. Automatisierung bedeutet aber noch mehr oder es gibt mehrere Punkte der Optimierung, die man erreichen kann. Das eine ist operativ. Wir können, wenn wir Predictive Maintenance Methoden anwenden, können wir die Ausfallzeiten der existierenden Systeme eben optimieren und die Koordination der Verkehrsträger. Tatsächlich ist es so, alleine die Frage, wie weit der Container bewegt werden muss entlang der Kaikante von dem Kran, kann schon zu erheblichen Gewinn oder Verlusten führen. Das heißt also, auch hier kann eine Automatisierung auch der Planung der Bewegung eben wesentliche Effizienzsteigerungen bringen. Das heißt, die Frage ist nur sozusagen, also ist zum Beispiel der LKW, der den Container aufnimmt, direkt zur rechten Zeit da oder muss der Container jetzt abgestellt werden, muss er wieder umgeschlagen werden? Das führt schon allein zu quasi doppelten Kosten und zu einem Effizienzverlust. Das heißt also, hier bestehen in der Automatisierung enorme Potenziale. Und genauso konstruktiv natürlich kann ich auch entsprechend meine ganzen Komponenten im Kran oder was auch immer in der Anlage auslegen, sodass zum Beispiel die Ausfallzeiten alle gleichzeitig stattfinden. Das heißt, ich habe nicht irgendwann Wartungsintervall für den Kranmotor, ich habe nicht ein Wartungsintervall für die Schienen des Krans und so weiter, sondern ich habe nur noch einen Termin, an dem genau rechtzeitig alle Dinge zur rechten Zeit ersetzt werden müssen. Oder entsprechend auch, ich kann den Kran einfacher konstruieren. Vielleicht kann ich auf gewisse Funktionen verzichten, weil ich die durch optimierte Abläufe eben durch andere Komponenten ersetzen kann. So, das Ganze wollen wir eben mit diesem Hafenforschungslabor HAFOLA, Versuchszentrum für innovative Hafen- und Umschlagtechnologien, erproben. Und ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen jetzt hier nur so ein kleines Preview-Bild, nicht? Wie genau das aussieht, das können Sie sich am 4.9. eben anschauen. Das ist jetzt auch noch nicht so für den Festakt fertig vorbereitet. Wir sind gerade dabei, alles aufzubauen. Wie gesagt, am 4.9. auf der JRF-Homepage finden Sie auch nochmal den Link zu der Veranstaltung, auch der Möglichkeit, sich anzumelden. Und ganz kurz nur, wir haben in dem HAFOLA eine ganze Reihe von Kränen, ein paar haben Sie so schemenhaft erkannt, Portalkran, einen großen, einen kleinen Portalkran, wir haben eine Containerbrücke, die automatisierbar ist, einen WIP-Drehkran, Reach-Stacker, Rororampen, das Ganze verbunden mit einem Hafenbecken mit senkrechter Spundwand oder schräger Böschung. Wir haben zwei variabel nutzbare Schiffe und entsprechende Simulationshard und Software. Mit diesen ganzen Elementen können wir eben Innovation und dann eben im Modellversuch diese Optimierungsstrategien entwickeln. Warum im Modellmaßstab? Natürlich, weil es viel günstiger ist, als dass man wirklich real in den Hafen geht und dann versucht, eben hier was zu entwickeln. Das wäre mit den Möglichkeiten in Forschungsprojekten gar nicht zu realisieren. So, und jetzt bin ich auch schon zum Schluss. Ich will Ihnen ganz kurz noch eine Animation zeigen. Wir können ganz gerne auch vielleicht dann schon sprechen. Die läuft ein paar Minuten. Das ist aus einem Projekt Dekontrans, das wir zusammen mit dem RIF durchgeführt haben. Hier ging es darum, bei diesem Projekt zu überlegen, ob man eben vielleicht auf die ganz großen Häfen verzichten kann und mit einer entsprechenden Technik den Zugang zum Schiff eben viel erleichtern kann. Hier war unsere Konzentration auf dem Kanalgebiet, dem westdeutschen Kanalnetz. Da könnte zum Beispiel jetzt ein Schiff, was man hier sieht, eine Animation, könnte eben ganz autonom oder autark ohne Hafen abgestellte Container aufnehmen und dann zu einem Hub bringen, wo die dann eben zu einem großen Seehafen weitertransportiert werden. Natürlich könnten diese Schiffe auch direkt zum Seehafen fahren,
In unseren Simulationen und Berechnungen hat sich aber ergeben, dass das günstigste ist, immer noch dann im nächsten Hub auf ein großes Containerschiff, Bin-Containerschiff umzuladen. So, das ist meine letzte Folie. Ich habe nur wenig überzogen und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben, die ich Ihnen beantworten kann.